Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich begrüße euch zu einem neuen Supercharger-Porträt. Wir sind hier am Supercharger in Mahlsfeld und ich sitze hier im Auto, weil dieser Supercharger, der fällt als erstes dadurch auf, dass er unheimlich laut ist, weil er ist genau an der Autobahn. Ich zeige euch das hier einmal, wie laut das hier ist. Ja, und auch hier haben wir wieder 8 Stalls und man kann an 2 bzw. 4 Stalls, ich glaube, ich gehe hier mal lieber rein, könnte man auch mit einem Anhänger fahren, dann würde man allerdings einen zweiten Stall blockieren. Ja, wo ist denn nun Mahlsfeld? Mahlsfeld ist so ziemlich in der Mitte von Deutschland. Man ist gerade an Kassel vorbei, dann kommt Mahlsfeld. Die nächste Stadt, die kommt, ist Würzburg. Es ist die A7 und der Supercharger liegt wieder an einem oder auf einem Maxi-Autohof. Da sind also, ist ein Restaurant, da sind WC-Anlagen, eine Tankstelle ist hier, die braucht man eher weniger, wo man etwas kaufen kann. Toilette kostet 50 Cent. Und was wir hier noch haben, das ist ein Burger King. Ja, was ist hier sonst noch? Wir haben auch eine andere Stromtankstelle. Da gehen wir gleich einmal hin und gucken, ob die, mit welcher Karte die funktioniert. Ja, und dann haben wir da eine kleine Wiese, wo man seine mit seinen Kindern spielen könnte. Da gucken wir gleich auch einmal hin. Ja, und hier hinter mir haben wir den Spielplatz und eine Wiese. Und hier haben wir von Fast E eine Stromtankstelle. Und wir gucken mal, mit welcher Karte die funktioniert. Das ist Allegro. Jetzt halten wir mal meine Karte vor den Laser. Die Karte wird überprüft. Ja, und auch diese Karte würde hier funktionieren. Wir gucken mal Option, Language, zurück. So, und jetzt können wir das Fahrzeug anschließen. Und wir brechen das Ganze einmal ab. Hier. Aber auch diese Säule, wie gesagt, ist mit der SWB-Stromkarte funktionabel. Ja, in diesem Haus hier sind jetzt die Gleichrichter drin, die aus dem Wechselstrom Gleichstrom machen. Das ist hier die Technik, die Supercharger versorgt. Und wenn ihr auch schon mal im Mahlsfeld wart und Erfahrung habt hier mit dem Maxi-Autohof oder mit dem Burger King oder mit dem Charger hier vorne, dann schreibt mir das in die Kommentare und lasst andere von eurem Wissen profitieren. Also dies hier ist der Supercharger in Mahlsfeld. Wir machen uns hier jetzt wieder auf den Weg. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr dafür gerne einen Daumen hoch geben. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren. Also schöne Grüße vom Supercharger in Mahlsfeld. Bis dann und tschüss.